Ich bin Bernold, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Brühl. Ich heiße Nina, ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in Köln. Also ich bin Noel Hübscher, komme aus Brühl und bin 17 Jahre alt. Persönlich habe ich gar nicht so viel Beziehung zum Thema eigentlich. Also von meiner Familie lebt keiner mehr, der jetzt dabei war. Die sind alle erst danach geboren worden. Ich denke, immer weniger Leute werden sich für das Thema Erster Weltkrieg interessieren. Aber damit man zumindest so die wichtigsten Informationen hat, von wann bis wann das ging oder was der Auslöser war, ist wichtig, dass es weiterhin im Geschichtsunterricht drangenommen wird. Die Gefühle, die einerseits bei mir hochkommen, sind zwietrachtig. Einerseits finde ich es total interessant, weil eine Kriegstechnik verwendet wurde. Und andererseits auch ein Schauer, weil sowas muss ja eigentlich nicht sein, Krieg geführt werden. Also so richtig wahrgenommen habe ich keine Gedenkstätte jetzt vom Ersten Weltkrieg. Es kann sein, dass ich schon ein paar war, aber ich habe es jetzt nicht so richtig wahrgenommen, auch nicht so nach dem Motto, ich gehe jetzt zu einer Gedenkstätte vom Ersten Weltkrieg. Also im Ersten Weltkrieg kenne ich leider keine Überreste, leider gar keine. Ich weiß, hier gibt es zwei Friedhöfe, einer von den Italienern und einer von den Engländern, aber mehr weiß ich auch nicht. Wir haben uns getroffen, um uns über den Ersten Weltkrieg zu informieren. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, ins Archiv zu gehen, um dort an Zeugnisse aus genau dieser Zeit zu kommen. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Archiv bin und das ist da richtig spannend, sehr interessant. Also ich finde es sehr interessant, in einem Archiv zu sein. Eigentlich diese riesige Ansammlung an Daten. Und da waren über 20 Schränke locker voller Material aus Jahren. Das ist echt krass. Ich glaube, was mich erwartet jetzt mit euch halt durch Köln, wir werden wahrscheinlich viele also grundsätzlich Sachen, die an den Ersten Weltkrieg erinnern sehen. Ich finde es traurig, dass die Leute nicht mehr wissen, was da eigentlich passiert ist. Also dieses Boot ist aus dem Ersten Weltkrieg, ist das Rettungsboot der SMS Köln, dem Kleinkreuzer, der vor Helgoland von einem englischen Kriegsschiff versenkt wurde. Also offiziell hat nur eine Person überlebt, und zwar der Oberheizer. Mhm. Es war halt ein Dampfschiff und mit dem Rettungsschiff hat er sich halt gerettet, als einziger Überlebender. Und letztendlich wurde entschieden, dass dieses Rettungsschiff der SMS Köln an Köln geschenkt wird. Das Boot kommt mir ziemlich kaputt vor. Also es ist schwierig zu glauben, dass da mit einer überlebt hat, weil es ja Löcher drin hat. Da sieht man halt auch, wie der Krieg einfach drauf alles zerstören war. Halt so total unnötig eigentlich. Wenn ich das Boot sehe, muss ich auch an die Flüchtlinge von heute denken. Die fliehen ja auch über Boote, wo sie nicht wissen, ob sie das Ganze überleben werden. Und wie schlimm das einfach ist, dass man von irgendwo flieht und dann weiterhin sein eigenes Leben riskieren muss. Das hier ist der Barlachengel, benannt nach dem Künstler, der ihn geschaffen hat. Und zwar wurde der Barlachengel, das ursprüngliche Modell, 1927 fertiggestellt. Und das war zu Gedenken an die Toten des Ersten Weltkrieges, vor allem die Soldaten. Und halt hier ist das Besondere, dass die Soldaten nicht glorifiziert wurden, sondern das damals als Mahnmal wirken sollte, weil so, um den Schrecken des Krieges zu verdeutlichen. Und ein Nachguss wurde dann
1939 in Auftrag gegeben und von den Nationalsozialisten ganz lange versteckt und schließlich 1952 hier in der Antoniterkirche aufgehangen. Ich finde den Engel sehr schön. Das ist eine sehr schöne Kunstfigur, die auch zeigt, dass man Soldaten nicht so glorifiziert darstellen muss, dass im Krieg kämpfen eigentlich total blöd ist. Ja, mir war neu, dass es auch Sachen gibt, die halt nicht, also die auch schon älter sind und aber nicht die Soldaten glorifizieren, sondern schon darauf, also schon sagen, aussagen, dass der Krieg halt schlecht ist. Also wenn ich einen Engel sehe, fühle ich eigentlich immer Erlösung. Dass Gott nahe ist, um jetzt den christlichen Aspekt mit drin zu haben. Aber irgendwie auch Trauer. Weil eigentlich endet ja alles. Alles hat irgendwann ein Ende. So, das ist der Teil des Friedhofs, auf dem die gestorbenen Soldaten des Commonwealth liegen. Das sind insgesamt ungefähr 2500 Stück. Und hauptsächlich sind das Engländer und dann noch ein paar Australier und Neuseeländer und englische Kolonien halt. Und ja, das wurde hier zum Gedenken aufgebaut, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Der ganze Abteil hier gehört dem englischen Staat. Das heißt, der englische Staat hat das gekauft und besitzt es immer noch und wird auch vom englischen Staat aus gepflegt. Und was denkt ihr so, wenn ihr euch die Masse an Gräbern anguckt? Eigentlich nur ein weiteres Zeugnis, dass Krieg sinnlos ist. Wenn man sich vor allem auch die Alter von den Leuten ansieht. Hier liegen eigentlich nur Kriegsgefangene. Bis auf ein paar Ausnahmen liegen hier nur Kriegsgefangene. Das sind alles Leute, die verletzt wurden, gefangen genommen wurden oder sich ergeben haben und halt gefangen genommen wurden. Und nur solche Leute liegen hier. Die sind alle in der Kriegsgefangenschaft gestorben. Jeder dieser Steine steht für einen Menschen, der von vielen betrauert wurde. Und das ist schlimm, dass sie noch nicht mehr in ihrem eigenen Heimatland auch begraben sind, sondern hier in dem Land, wo sie gestorben sind, wo sie einfach ihr Leben für ihr Land gegeben haben. Ja, wenn man alle Gedenkstätten entfernt, dann wird sich irgendwann keiner mehr daran erinnern. Und es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man sich daran erinnert, weil dadurch verhindert wird, dass so etwas Grausames nochmal passiert. Es ist wichtig, dass man diese Gedenkstätten sieht, dass sie da sind, weil sonst sieht man nicht, wie unnötig Krieg ist. Wer führt es einem vor Augen, wenn nicht solche Gedenkstätten? Also ja, wir haben alle draus gelernt, davon bin ich überzeugt. Und ich denke nicht, dass wir noch mal einen Krieg haben werden. Also auf jeden Fall nicht in Deutschland selbst und auch nicht von Deutschland begonnen. Ich finde es sehr wichtig, dass es sowas wie diesen Friedhof gibt, weil es halt zeigt, wie unnötig Krieg ist. Schon deswegen sollte man sowas haben. Ich finde es auch gut, dass es eigentlich, dass sich England darum kümmert, weil es halt nicht nur, weil sie gefallene Soldaten sind, sondern auch, um zu zeigen, wir denken auch noch dran, was passiert ist und dass es sowas nie wieder geben sollte. Also ich habe durchaus ein anderes Verhältnis zum Krieg entwickelt. Ich fand ihn zwar vorher schon immer schlimm, aber dadurch ist das Ganze nochmal sehr viel greifbarer geworden durch diese ganzen Gedenkstätten.